Auf YouTube oder Instagram werde ich immer wieder gefragt, wie kaufe ich dieses Projekt, wie kaufe ich diesen Token, wie kaufe ich diesen Coin. Im heutigen Video schauen wir uns diese Frage etwas genauer an, werfen nicht nur einen Blick darauf, wie du quasi jeden Coin oder Token finden kannst und vor allem, wo er gelauncht ist, sondern auch, wie du diesen möglichst günstig bekommst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video schauen wir uns eben genau diese Thematik an, wo man sich die jeweiligen Krypto-Projekte kaufen kann. Wir gehen Stück für Stück von Anfang an diese Thematik ran und am Ende des Tages werdet ihr mit Sicherheit relativ einfach so gut wie jedes Projekt kaufen können. Da mich diese Frage halt immer wieder erreicht, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein allumfassendes Video. Das Ganze ist übrigens in Kooperation mit KuCoin entstanden. Ich bin vor kurzem eine Partnerschaft mit KuCoin eingegangen, denn sie bieten hier eine unheimlich große Anzahl an Coins und Tokens an, wie ihr später nochmal sehen werdet. Ich habe die Plattform sogar schon beworben, bevor ich in eine Partnerschaft mit ihnen eingegangen bin, weil ich die Plattform einfach mega gut finde. Leider ist es teilweise ein bisschen schwierig, sich darauf zurechtzufinden. Genau deshalb schauen wir uns diese Thematik im heutigen Video genauer an. Reden wir allerdings nicht länger um den heißen Brei, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und den Kanal zu unterstützen und nutzt natürlich gerne die Zeitstempel, um dir nur die Passagen anzuschauen, die dich hier wirklich interessieren. Wir springen auch direkt auf die erste Folie und sehen natürlich, dass der Markt aktuell mit über 16.000 verschiedenen Kryptowährungen allein auf CoinMarketCap momentan extrem voll ist. Es ist extrem schwierig, sich hierbei darauf zurechtzufinden und die verschiedensten Plattformen bieten meistens nur zwischen 50 und 100 verschiedenen Tokens an. Um erstmal das richtige Projekt und vor allem auch die Börse zu finden, auf der es angeboten wird, empfehle ich immer auf eine Plattform wie entweder CoinGecko oder CoinMarketCap zu gehen. Diese haben hier eben einen Großteil der Tokens und Coins gelistet, die momentan am Markt verfügbar sind. Über die Suche kann man sich ganz einfach das einzelne Projekt raussuchen. Im heutigen Video schauen wir uns übrigens den Lossless Token an und wie man sich diesen kaufen kann. Es funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Token, nur da der Lossless Token momentan echt nachgefragt ist auf diesem Kanal, nehmen wir den hier als Beispiel. Wir gehen also auf die eigene Plattform, suchen hier entweder mit dem Kürzel oder komplett ausgeschrieben nach dem jeweiligen Projekt und finden hier alle wichtigen Informationen. Scrollen wir etwas weiter nach unten, dann sehen wir auch schon die verschiedensten Handelspaare mit den dazugehörigen Plattformen. Wir sehen hier unter anderem KuCoin, Gate.io und Uniswap. Bei Uniswap handelt es sich entgegengesetzt, wie beispielsweise bei KuCoin, um einen dezentralen Exchange. Dementsprechend braucht man sich hier nirgendwo registrieren, um eben diesen Token zu tauschen. Das Handelspaar, was hier zur Verfügung steht, ist momentan Ethereum. Ein wichtiger Punkt noch, wenn ihr euch hier für eine Börse entscheidet, dann schaut am besten, dass diese Börse ein vernünftiges Volumen hat, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ihr hier keinen großen Slippage oder andere Probleme bekommen könnt. Mit Uniswap funktioniert das Ganze natürlich recht einfach. Habt ihr eine eigene Wallet bzw. MetaMask, könnt ihr das ganz einfach mit Uniswap verbinden, hierbei dann euren Token raussuchen, den ihr haben wollt, bzw. das Kürzel eingeben und anschließend diesen Trade hier durchführen. Teilweise werden die Tokens hier nicht angezeigt, bei beispielsweise Uniswap, da müsst ihr die eigene Adresse angeben, die findet ihr selbstverständlich ebenfalls beispielsweise direkt auf der CoinMarketCap-Seite. Das große Problem bei dezentralen Exchanges, gerade im Ethereum-Ökosystem, sind zum aktuellen Zeitpunkt die extrem hohen Transaktionskosten. So zahlt man aktuell mindestens 60 Euro für eine Transaktion, im Regelfall sogar deutlich mehr. Aufgrund dessen möchte ich euch im heutigen Video eben KuCoin vorstellen. Bevor ich euch jetzt sage, wie man auf KuCoin tradet, sprechen wir erstmal über KuCoin im Allgemeinen, denn man soll sich natürlich niemals auf einer Plattform registrieren, von der man selber nicht weiß, was die überhaupt macht und ob die überhaupt legit sind. Falls ihr euch allerdings nur fürs Trading interessiert, dann spult gerne das Video etwas vor. Bei KuCoin handelt es sich tatsächlich um eine der besten Krypto-Plattformen, wenn man nach dem Forbes Advisor 2021 geht. Die Plattform bietet über 630 verschiedene Assets mit über 1100 verschiedenen Handelspaaren an. Das ist wirklich krass. Plattformen wie Coinbase bieten beispielsweise aktuell, glaube ich, gerade mal ein Drittel so viel an. Das besonders coole bei KuCoin ist, dass man nicht nur eine extrem hohe Sicherheit, sondern auch extrem günstige Gebühren genießt. KuCoin ist quasi für jeden Anleger geeignet und das sage ich eben nicht nur, weil ich hier mit denen gepartnert bin, nein, das sage ich tatsächlich, weil ich von KuCoin selber überzeugt bin. Durch die extrem günstigen Transaktionskosten hier am Spotmarkt kann man als Kleinanleger hier sehr gute Transaktionen durchführen. Es ist gerade für Kleinanleger besonders gut, weil man hier eben keine hohen Transaktionskosten wie beispielsweise bei Uniswap zahlen muss. Natürlich bietet KuCoin deutlich mehr an als einfach nur den Kauf und den Verkauf. So haben sie beispielsweise eigene Trading-Bots, die man theoretisch nutzen kann oder auch solche Funktionen wie das Social Trading. Für all die Leute, die möglicherweise auch mal mit einem Hebel traden wollen, was ich persönlich nicht empfehle, kann man auf der KuCoin eigenen Seite sogar mit einem 100er Hebel traden. Die eigene Plattform KuCoin ist tatsächlich schon seit 2017 hier am Start. Die technische Architektur der Plattform wurde bereits seit 2013
2013 entwickelt. Der große Launch startete aber, wie bereits gesagt, erst 2017. Wie bereits gesagt, die KuCoin-Plattform ist tatsächlich für sehr viele Leute geeignet, daher wird sie auch sehr oft als People's Exchange bezeichnet. Sie bieten unter anderem den Spot-Handel, den Margin-Handel, also eben das Hebel-Trading, sowie P2P-Fiat-Handel, Futures-Handel, Staking und Lending-Dienste an. Insgesamt gibt es auf der Plattform über 10 Millionen Kunden in über 207 verschiedenen Regionen und Ländern. Am 1. November 2018 hat KuCoin auch ein sogenanntes KYC-Verfahren hier einbezogen. Es handelt sich hierbei eben um eine Verifizierungsart für den einzelnen Benutzer. Das hat ganz einfach einige regulatorische Dinge im Hintergrund. Binance hatte das ja beispielsweise sehr lange nicht angeboten bzw. hiermit implementiert, weshalb sie große Probleme bekommen haben. Für dich und mich ist das allerdings höchstwahrscheinlich relativ uninteressant, denn wenn du dieses KYC-Verfahren nicht nutzt, kannst du eben innerhalb von 24 Stunden nur einen Wert von maximal 2 Bitcoins auszahlen. Finde ich jetzt nicht ganz so problematisch, denn alle Summen darüber sind dementsprechend schon etwas höher und sollte man mit so viel Summen handeln, dann ist es tatsächlich besser, hier ein KYC-Verfahren zu durchlaufen. Bis 2020 war KuCoin tatsächlich frei von Hacks und galt als eine der sichersten Plattformen überhaupt. Während des Jahres 2022 wurden sie allerdings gehackt und ein Tokenwert von über 285 Millionen wurde hier erbeutet. Der Fall ist extrem bemerkenswert. KuCoin hat nämlich sehr große Partnerschaften und arbeitet mit sehr vielen anderen Unternehmen zusammen. Somit konnten sie innerhalb von nur kürzester Zeit all diese Funds bzw. all diese Beträge wiederherstellen. Sie nutzen dafür intelligent eingesetzte Technologie und durch die Hilfe mit anderen Börsen und den Strafverfolgungsbehörden konnten sie eben 84% der gesamten Tokens wiederherstellen. Der Rest wurde hierbei vom eigenen Versicherungsfonds gedeckt, sodass alle Kunden hier ihre Werte zurückbekommen haben. Für all die Leute, die jetzt denken, das ist ja unsicher. Ich möchte nur einmal daran erinnern, dass beispielsweise Crypto.com vor einigen Tagen gehackt wurde, aber auch Coinbase vor wenigen Monaten. Somit muss man ganz klar sagen, keine Plattform ist zu 100% sicher. Dass KuCoin hier allerdings nur einmal groß gehackt wurde und die komplette Schadenssumme quasi zurückgezahlt hat, bin ich, was die Sicherheit der Plattform angeht, absolut zufrieden. Womit ich ebenfalls zufrieden bin, sind die extrem günstigen Transaktionskosten bzw. Gebühren. Übrigens, über meinen Link in der Videobeschreibung spart ihr euch nochmal zusätzliche 20% Handelsgebühren hier auf der Plattform. Mit der Gebührenhöhe von 0,1% sind sie definitiv wettbewerbsfähig. Wenn man hier sogar noch ihren eigenen Token namens KCS benutzt, spart man sich weitere 20%. Du kannst tatsächlich auch, wenn du recht viel mit der Seite hier arbeitest, deine Transaktionskosten über die Zeit senken. So zahlst du immer weniger Transaktionskosten, je mehr Volumen du auf der Plattform umsetzt oder je mehr KCS-Tokens du eben hältst. KuCoin ist eben nicht nur dafür bekannt geworden, dass sie hier über 600 verschiedene Assets zum Handeln anbieten. Nein, einige dieser Assets wurden auch zu Beginn das erste Mal eben auf KuCoin selber gelauncht und haben hier eine große Erfolgsgeschichte. Dazu gehören beispielsweise der Blocktopia eigene Blocktoken oder auch VR. Vor kurzem starteten sie auch ihre eigene Launchpad-Plattform, die man sich definitiv mal angucken kann, wenn man hier eben in junge, frische Projekte investieren möchte. Dass sich das Ganze lohnt, sieht man historisch an anderen Projekten, die eben hier auf KuCoin gelistet wurden. So erreichte beispielsweise das Projekt mit dem Kürzel LUKSO eine Ver-187-Fachung. Falls ihr dazu mal ein eigenes Video haben wollt, dass wir uns mal in solche Projekte einkaufen, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Kommen wir allerdings jetzt eher an das Eingemachte. So schauen wir einfach mal auf der eigenen Plattform vorbei, die zu Beginn erstmal recht einfach erscheint. Oben links seht ihr natürlich hier eine riesige Auswahl von verschiedensten Tools, mit denen ihr hier arbeiten könnt. Das Ganze geht vom Spot- und Margin-Handel sowie vom Trading-Bot bis hin zum Schnellkauf und zu Futures. Auch API-Anbindungen bietet KuCoin an. Meines Wissens nach kann man sie sogar mit Artani verbinden. Somit, falls euch das Trading, was wir uns gleich anschauen, auf KuCoin zu kompliziert ist, könnt ihr das Ganze auch über die Handelsplattform Artani machen. Ein Video zu Artani habe ich bereits gemacht. Zu Artani nochmal eben ganz kurz. Sie haben momentan sogar ein Gewinnspiel. Das heißt, wenn ihr hier einen Trade über Artani durchzieht, dann werdet ihr mit in einen Lostopf reingeworfen. Ich mache dazu auch nochmal einen eigenen Beitrag hier auf dem YouTube-Kanal. Aber behaltet das im Hinterkopf. Es kann sehr gut Sinn machen, euch hier bei KuCoin anzumelden, das Ganze über Artani zu nutzen, um dann dementsprechend hier direkt in den Lostopf mit reingeworfen zu werden. Soll aber auch gar nicht das Thema sein. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie man auf KuCoin hier partizipiert. Tatsächlich ist die Hauptwährung der Hauptstablecoin von KuCoin USDT. Ich bin kein großer Fan von USDT, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass das der größte Stablecoin überhaupt am Markt ist. So kann man ganz einfach über seine Einlagen auf das Hauptkonto zugreifen. Über Einzahlungen und Auszahlungen bzw. über die sogenannte Schnellkauffunktion kann man hierbei direkt USDT mithilfe seiner Visa oder Mastercard einzahlen. Für viele Leute ist das nichts, die können auch ganz einfach auf Einzahlen
angehen. Man kann eben nicht nur Fiat-Währung einzahlen, sondern auch beispielsweise USDT. Und genau das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Falls ihr Fiat-Währung einzahlen wollt, dann müsst ihr hier einfach auf der Seite, die ihr hier im Hintergrund seht, einfach eben Fiat-Währungen auswählen und könnt dann dementsprechend so eure Beträge einzahlen. Für die Leute, die direkt USDT einzahlen wollen, kommt jetzt ein kurzes Tutorial. Wichtig, bevor ich hier etwas weiteres sage, denkt daran, dass ihr definitiv das richtige Netzwerk auswählt, denn es gibt natürlich verschiedene Netzwerke. Transaktionen müssen definitiv über die richtige Blockchain geschickt werden. Hier habt ihr eine recht simple Auswahl. Das Ganze läuft hier zu Beginn erstmal über das Hauptkonto. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, gleich auch direkt das Handelskonto auswählen. So kann man seine Beiträge, wie beispielsweise eben USDT, entweder direkt ans Hauptkonto oder, wenn man möchte, direkt ans Handelskonto schicken. Der Transfer zwischen Handels- und Hauptkonto funktioniert aber auch ganz einfach. Klickt einfach auf Transfer, wählt aus, wie viel Betrag ihr von das eine in das andere Konto schieben wollt und dann wird das Ganze auch schon instant durchgeführt. Natürlich gibt es auch andere Kontofunktionen, wie beispielsweise das Margin-Konto, schauen wir uns allerdings im heutigen Video nicht so genau an. Habt ihr das Ganze getan, dann seht ihr hier euer Hauptkonto und das Handelskonto mit den jeweiligen Beiträgen. Wollen wir jetzt unseren Handel starten, dann müssen wir das natürlich über das Handelskonto machen und klicken hier ganz einfach auf Handeln. Dann kommen wir auch schon auf die eigene Trading-Seite, die zu Beginn zugegebenermaßen für den einen oder anderen tatsächlich echt unübersichtlich erscheinen mag. Hier nochmal eben der Tipp, nutzt gerne Atani, da ist das Ganze deutlich einfacher. Wollt ihr trotzdem direkt hier auf KuCoin partizipieren, dann geht ganz einfach oben hier auf das Handelspaar, was zu Beginn meistens BTC USDT ist. Ach übrigens, unten seht ihr natürlich, wie eure Beiträge verteilt sind, also wie viel ihr auf eurem Handelskonto oder auf eurem Hauptkonto aktuell habt. Haben wir jetzt oben auf das Handelspaar geklickt, dann bekommt ihr hier quasi so eine Suchauswahl und in unserem Fall suchen wir halt jetzt nach dem Lossless Token. Damit geben wir einfach das Kürzel ein und sehen hier auch schon das Handelspaar LSS/USDT. Klicken wir darauf, dann kommen wir nicht nur auf den Chart, sondern sehen auch unten rechts direkt die Handelsverfügbarkeit. Damit ihr den Handel hier wirklich machen könnt, müsst ihr noch ein eigenes Handelspasswort festlegen. Ist ganz einfach, ihr klickt einfach auf Handelspasswort festlegen, dann müsst ihr euch quasi noch einmal anmelden, stellt da nochmal ein sechsstelliges Passwort bereit und das könnt ihr dann in Zukunft einsetzen, wenn ihr eben handeln wollt. Das sorgt ganz einfach dafür, um nochmal eine etwas höhere Sicherheit zu genießen. Haben wir das auf jeden Fall getan, dann können wir eben unten rechts beispielsweise auf dem Spotmarkt eine Limit, Market oder eine Stop-Limit-Order setzen. Was genau jetzt hier die Unterschiede sind, schauen wir uns im heutigen Video nicht an, das würde einfach den Rahmen sprengen. Ich bin jetzt in diesem Fall einfach über Marktorder gegangen, um den besten Marktpreis zu bekommen. Da geben wir dann eben unsere USDT-Summe ein, wie viel USDT-Tether wir hier tatsächlich für den Token ausgeben wollen. Haben wir das getan, dann können wir ganz einfach auf Kaufen klicken. Wie bereits gesagt, ihr handelt hier mit dem besten Marktpreis. Ihr könnt natürlich auch eigene Preisziele hier voraussetzen. Das muss man dann eben über eine Limit-Order machen. Wir machen das Ganze eben über eine Market-Order, die übrigens bei großem Volumen nicht unbedingt zu empfehlen ist, weil man hier natürlich keine volle Kontrolle über den endgültigen Preis hat. Trotzdem habe ich es einfach mal so gemacht, um es euch zu demonstrieren. Und wir sehen hier, sie haben die Order erfolgreich platziert. Das ploppt dann oben links auf. Und unten auf dem Bild seht ihr dann auch schon die durchgeführte Transaktion, die gerade bei einer Market-Order zum Bestpreis quasi instant durchgeführt wird. Gehen wir zurück auf die KuCoin-Plattform, können wir hier ganz einfach über das Handelskonto unsere Bestände einsehen. Ich habe jetzt beispielsweise auf dem Konto nur meine LSS-Tokens und kann jetzt hier rechts bei Vorgang entweder auf Trade oder auf Transfer klicken. Beim Trade würde ich quasi wieder auf die andere Folie springen und könnte hier dann die Tokens verkaufen. Wenn ich hier allerdings auf Transfer gehe, dann kann ich die Tokens von meinem Handelskonto auf mein Hauptkonto transferieren. Das macht tatsächlich Sinn, denn vom Hauptkonto kann man seine Tokens dann auch recht einfach auszahlen. Auch wenn KuCoin eine der sichersten Plattformen überhaupt ist, empfehle ich natürlich immer, seine Kryptowährung hier selber und eigenständig über dem Ledger zu verfahren. Da es sich beispielsweise bei dem Lossless Token um einen ERC20, also um ein auf Ethereum basierendes Projekt handelt, kann man es im Falle des Ledgers einfach an die Ethereum-Adresse schicken. Auch hier ist es natürlich wieder wichtig, die Wallet-Adresse ganz oft zu kontrollieren, das richtige Netzwerk auszuwählen und natürlich den passenden Betrag bzw. die passende Anzahl an Lossless Tokens hier anzugeben. Das Ganze funktioniert vom Prinzip auch mit allen anderen Handelspaaren auf der KuCoin-Plattform. Wie bereits gesagt, falls ihr nochmal ein detaillierteres Video zu den einzelnen anderen Dingen haben wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Eine weitere Thematik, die ich extrem interessant finde, die ich eigentlich schon immer mal ausprobieren wollte, ist der sogenannte Trading Bot. Der ist gerade bei KuCoin momentan immer beliebter geworden und tatsächlich gibt es hier einige Leute, die damit enorme Profite erzielt haben. Ich würde hier natürlich nicht empfehlen, einen solchen Trading Bot zu nutzen. Trotzdem finde ich die Funktion ganz interessant und vielleicht habt ihr ja Bock, dass ich darüber mal ein Video mache. Falls dem so ist,
dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, denn diese Trading-Bots haben natürlich auch ein erhöhtes Risiko, weshalb man sie mit Vorsicht genießen sollte. Ich würde dann in dem Video einfach mal einen Testbeitrag hier reinschmeißen. Erstens natürlich gucken, wie das funktioniert und zweitens gucken, ob das Ganze tatsächlich auch profitabel ist. Wie bereits gesagt, falls ihr wollt, dass ich das Ganze einfach mal austeste, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. An dieser Stelle möchte ich das Video allerdings auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem weitergeholfen. Wie bereits gesagt, ich bin stolzer Partner von Qcoin und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, dann registriert euch gerne über meinen Link. Ihr habt dadurch selbstverständlich keine Nachteile, sondern nur den Vorteil, 20% Handelsgebühren zu sparen und mich natürlich zu unterstützen, weil ich zeige dadurch natürlich Qcoin. Ihr guckt mal, ihr kommt in meiner Community gut an, was mich natürlich am Ende des Tages deutlich unterstützt. Vielen Dank an alle, die sich bereits über meinen Link registriert haben und das möglicherweise in Zukunft auch noch machen werden. Ich beende an dieser Stelle das Video. Falls ihr nochmal ein detaillierteres Video zu einer dieser Thematiken haben wollt, dann lasst es mir in den Kommentaren wissen. Ich überlege auch momentan nochmal ein einzelnes Video zu MetaMask beispielsweise zu machen und wie man hier auf Plattformen wie Uniswap oder PancakeSwap partizipiert. Falls euch das Thema genauer interessiert, dann lasst es mich ebenfalls in den Kommentaren wissen. An dieser Stelle beende ich das Video, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.